Ja, das Pfingstwochenende wird nicht nur in der Lausitz in Erinnerung bleiben. Die Proteste von Kohlegegnern in der Lausitz, die mit der Erstürmung des Kraftwerksgeländes von Schwarze Pumpe endeten oder ihren Höhepunkt fanden, die haben auch heute noch mal ein Nachspiel im Landtag. Und morgen vor allen Dingen wird noch mal über die Energiepolitik und über diese Proteste diskutiert. Wir wollen heute schon mal sprechen, heute im Parlament, über das, was da möglicherweise schiefgelaufen ist in der Lausitz. Am Tisch sind Thomas Domres von der Linken, Peter Wieder von den BVB Freien Wählern und Dirk Hohmeier von der CDU. Herr Domres, ich fange mit Ihnen vielleicht mal an. Die Linke hat die gewalttätigen Ausschreitungen immer verurteilt in der Lausitz. Trotzdem haben die Aktivisten dort ihr Ziel erreicht, nämlich ein Zeichen zu setzen, das auch bundesweit gesehen worden ist. Ist denn da vielleicht so, doch sowas, ich will jetzt nicht sagen, wie klammheimliche Freude dabei, aber zumindest die Anerkennung, dass man damit den Protest bekannt gemacht hat und vielleicht die Debatte befördert hat? Nein, also wir halten den Protest gegen neue Tagebaue und gegen die Braunkohleverstromung für völlig gerechtfertigt und legitim. Aber die Mittel, die kritisieren wir ausdrücklich. Und solche Sachen wie eine Kraftwerkserstürmung, wie die Manipulation von Tagebautechnik oder auch der Eingriff in Schienen- und Signaltechnik, die gehen überhaupt nicht, die verurteilen wir. Und das kann keine Form des Protestes sein und keine Möglichkeit oder keine Form der Auseinandersetzung in energiepolitischen Fragen. Herr Hohmeier, der Vattenfall hat die Aktivisten als Ökoterroristen bezeichnet. Würden Sie so weit auch gehen? Auf alle Fälle hat es am Pfingstwochenende dort Übergriffe gegeben, strafrechtliches Handeln. Es ist billig in Kauf genommen, dass Menschenleben in Gefahr kommen. Und das geht überhaupt nicht. Das verurteilen wir auf das Schärfste. Ein friedlich angekündigter Protest ist dann mehr oder weniger gekippt. Und nach dem, was wir heute alles wissen, hat es auch den Anschein, dass das genauso von langer Hand auch geplant war, dass man also tatsächlich, um Aufmerksamkeit zu bekommen für den Protest, also auch Straftaten und wie gesagt auch billigend in Kauf genommen hat, Menschenleben in Gefahr zu bringen. Und das geht gar nicht. Und ich kann dann auch den Unwillen und den Zorn der Lausitzer verstehen. Die Polizei vor Ort hat jetzt lange auf Deeskalation gesetzt. Dort war das, wenn man jetzt im Nachhinein draufschaut, vielleicht doch die falsche Strategie? Es ist immer einfach, im Nachhinein die Polizei für irgendetwas dann, ich sag mal, den Schuldigen zu suchen. Ich halte das nicht für den richtigen Weg. Verantwortlich für den Einsatz vor Ort ist die Polizeiführung, aber insbesondere auch die Politik, der Innenminister, der übrigens nicht vor Ort gewesen ist. Klar ist heute im Nachhinein, die dort anwesenden Polizeikräfte waren zu wenig. Man war auf die Erstürmung des Kraftwerkes nicht eingestellt. Herr Domres, nochmal kurz zurück zu Ihnen. Der Innenminister, die Landesregierung ist gerade schon angesprochen worden. Was kann man denn eigentlich tun, damit sowas in Zukunft sich nicht wiederholt? Also ich finde, dass die Deeskalationsstrategie der Polizei völlig richtig war. Man darf auch nicht so tun oder man muss differenziert herangehen. Klar sind die Straftaten, von denen wir eben gesprochen haben, zu verurteilen und zu verfolgen. Völlig klar. Aber von den 4000 Menschen, die vor Ort demonstriert haben, die an der Demonstration teilgenommen haben, an der Tagebaubesetzung teilgenommen haben, waren ja nicht sozusagen alles Gewalttäter. Es waren 300, 400 Leute, hat der Innenminister gesagt. Und zu diesen 300, 400 Leuten kommen noch die Leute dazu, die von rechtsextremer Seite auch Angriffe auf die Mitglieder des Klimacamps vorgenommen haben. Und von daher gehört das auch zur Wahrheit dazu, dass es eben auch rechtsextreme Übergriffe gegeben hat, die zu verurteilen sind. Aber was machen wir jetzt in Zukunft? Mehr Polizisten hinschicken, gleich von vornherein, oder? Nein, ich finde sozusagen, dass man mit den Aktivisten reden muss. Und der Aktionskonsens, keine Gewalt gegen Menschen und keine Gewalt gegen Sachen, der muss gelten. Und dieser Aktionskonsens wurde verletzt bei dieser Aktion Ende im Gelände. Und darüber ist zu reden. Und ich denke, das Innenministerium, die Polizei ist gut beraten, bei künftigen Aktionen die Deeskalationsstrategie fortzufahren, aber natürlich dann auch vorbereitet zu sein, dass es solche Störungen geben kann. Aber ich glaube, wir kommen nicht umhin, tatsächlich über Deeskalation bei solchen Ereignissen dann zu reden. Werden wir wahrscheinlich auch müssen, denn die Aktivisten haben angekündigt, weiterzumachen, die Lausitz sozusagen zum neuen Großprotestgebiet zu machen, wird uns also weiter beschäftigen. Genauso wie das gesamte Thema Energie. Es hängt ja alles so ein bisschen mit allem zusammen. Die Leute, die gegen Kohle protestieren, sind ja auch für erneuerbare Energien, für Windkraft beispielsweise. Kommen wir zum zweiten großen Energiethema in Brandenburg, die Windräder, von denen sich viele Brandenburger mittlerweile auch belästigt fühlen. Herr Wieder, Sie sprechen da für die Bürgerinitiativen, für die Freien Wähler und sagen, Brandenburg muss eine Regel einführen, damit die Abstände größer werden von Windrädern in Zukunft. Die 10-H-Regel, die Sie bisher noch nicht bekommen. Also die Situation ist ja so, dass Brandenburg schon jetzt die zweitmeisten Windräder bundesweit hat. Nur noch Niedersachsen hat mehr. Brandenburg hat
wahrlich seinen Beitrag zur Energiewende geleistet. Wir müssen jetzt spätestens jetzt anfangen, auf die Betroffenheit der Einwohner auch mehr Rücksicht zu nehmen. Wir brauchen eine klare Abstandsregelung. Die Abstände müssen so bemessen sein, dass keine Infraschallbelastung und auch keine Geräuschbelästigung zu befürchten ist, dass auch die Grundstücke nicht entwertet werden. Und nach allen Studien braucht es hierfür eine 10H-Regelung, also das Zehnfache der Anlagenhöhe zur Wohnbebauung. Alles klar, danke, dass Sie es nochmal erklärt haben. Ich habe das ein bisschen leichtfertig eingeführt gerade. Herr Hohmeier, die CDU geht einen anderen Weg. Sie sagen, Abstandsregelung ja, aber nur 1500 Meter maximal. Man kann übrigens den Ausbau mit Windkraft in Brandenburg nicht loslösen, auch von der Kohlepolitik. Brandenburg ist ein Energieland und wir stellen fest seit anderthalb Jahren, dass die Kohle verteufelt wird und auf der anderen Seite die Windkraft in Brandenburg in einem Maße ausgebaut wurde, sodass zum Beispiel der Netzausbau in keinster Weise hinterherkommt. Wir produzieren Strom, der nicht gebraucht wird und das führt letztendlich dazu, dass wir die höchsten Strompreise haben. Dann kommt hinzu, dass die Brandenburgerinnen und Brandenburger den Ausbau einfach nicht mehr akzeptieren. Dass sie sagen, es ist zu viel, es reicht jetzt und dem müssen wir Rechnung tragen. Und wir meinen, dass es mit einem vernünftigen Kompromissvorschlag gehen könnte. Die 10H-Regelung, die Öffnungsklausel des Bundes ist abgelaufen, es ist nicht mehr realistisch. Wir brauchen aber jetzt eine Lösung und deswegen haben wir einen Kompromissvorschlag gemacht. 1500 Meter Abstand zur Wohnbebauung. Das meinen wir, würde letztendlich vielleicht zum Frieden im Lande beitragen können. Der Bund hat ja jetzt auch das neue erneuerbare Energiengesetz auf den Weg gebracht, das auch dazu führen soll, dass in Bundesländern wie Brandenburg, in denen schon sehr viel Windenergie produziert wird, aber möglicherweise Abnehmer fehlen, eben weniger neue Windkraftanlagen gebaut werden. Herr Dommers, da könnte man doch vielleicht der Opposition entgegenkommen und könnte sagen, na gut, wenn eh weniger Windkraftanlagen gebaut werden, dann schreiben wir Abstände fest, damit die Leute in den Dörfern auch wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Warum tun Sie das nicht? Also bis vor 14 Tagen gab es ja eine Empfehlung, auf 1000 Meter Abstand zu gehen. Es gibt vor 14 Tagen gab es eine Vereinbarung, wurde eine Vereinbarung abgeschlossen zwischen dem Wirtschaftsministerium und dem Bundesverband Windenergie, wo jetzt sozusagen die Windbranche selbst sich verpflichtet hat, 1000 Meter einzuhalten. Ich glaube, das ist ein guter und richtiger Schritt. Der Prozess läuft ja seit vielen, vielen Monaten. Ich denke da an die regionalen Planungsgemeinschaften, wo ja genau über die Frage Windeignungsgebiete etc. gesprochen wird. Und ich glaube, dass diese 1000 Meter ein richtiger Weg sind. Ich möchte ganz kurz nochmal, weil jetzt die letzte Frage ist, nochmal zu Herrn Wieder zurückkommen. 1000 Meter ist die Selbstverpflichtung, 1500 Meter ist das, was die CDU für angemessen hält. Ist da irgendwo eine Kompromisslinie für Sie, für die Bürger, die Sie vertreten, wo man sich annähern kann? Wir müssen ja sehen, dass das Gewinnstreben, das Profitstreben der Windkraftlobby ja grenzenlos ist. Die Anlagen wachsen von Jahr zu Jahr, wenn man so will, die neue Generation. Wir haben es mit Rotorhöhe von über 200 Metern zu tun und da reicht nun mal ein 1000 Meter Abstand nicht. Und nach allen gesundheitlichen, auch ökologischen Gesichtspunkten, wo Wälder abgeholzt werden, ist klar, wir brauchen einen größeren Abstand. Die Anlagen wachsen, also muss auch der Abstand wachsen. Dafür stehen wir ein und das fordert auch ja, der gesunde Menschenverstand und auch die vielen, vielen Betroffenen, gerade im ländlichen Raum. Alles klar. Soweit erstmal eine Debatte, die uns noch über lange, lange Zeit erhalten werden bleibt. Danke an Sie drei, dass Sie hier bei uns in der Sendung waren. Vielen Dank.